So Leute, was geht? Es ist mal wieder Zeit für Moonlighter, let's go. Ich habe ein bisschen offline gefarmt. Ja, ihr seht die Zahl da oben links. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Materialien habe ich auch alles rangeholt. Also wirklich alles, was man braucht, um die Rüstung abzugraden. Jetzt können wir einfach direkt die beste Rüstung im ganzen Spiel holen und das Schwert. Jetzt mal schauen. Schwert. Genau. Boah, eine halbe Million Gold. Einfach nur für ein Schwert. Das ist einfach viel zu viel. Genau. Helm müssen wir noch machen. Brustplatte. Genau. Und Schuhe. Welche waren's? Die hier, genau. So. Okay. Genau, Bogen habe ich nicht hinbekommen. Da hätte ich nochmal in die anderen Dungeon reingehen müssen, in die früheren. Da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. So, jetzt. Ah, hier. Ist der jetzt endlich? Komm in einem Tag wieder. Er hat irgendwie nie Zeit. Weil er will die Geldverschwendung wieder anzuholen. Habe ich so das Gefühl. So, jetzt noch ein paar Tränke. Alles, was geht, zack. Wie viel haben wir? Ja, das reicht. Sieht gut aus. Genau, ich habe jetzt den zweiten Ring equipped. Einfach mal den hier, weil der Verteidigung abzieht und keinen Angriffsschaden. Und Angriff ist schon wichtig, finde ich. Damit man die Dinger hier schneller klatschen kann. Okay. Ja, dann denke ich, passt alles. Genau, ich habe da hinten noch so ein Ei gefunden. Ich glaube, da kommt auch wieder ein Slime raus. Ansonsten. Ja, können wir eigentlich. Ah, ich weiß nicht. Soll man anderes Pet mitnehmen? Ich glaube, das ist stark. Naja. Aber die anderen hier sind, glaube ich, nicht so geil wie der Slime. Der stunt halt. Und das ist schon ziemlich wichtig. Okay, haben wir alles und ich würde sagen, wir können jetzt mal reingehen und mal schauen, wie weit wir kommen. Aber ich denke schon, dass wir bis zum Wächter kommen. Heilung haben wir auch genug. Unterwegs können wir auch Heilung finden bei in Kisten oder halt, wenn die Kiste eine Mimik ist. Ja, boah, was? Alter, ja, okay, ich mache gut viel Schaden. Ich habe halt für die Dinger hier, also das, was ich gerade gekillt habe, dieses Viech hier, da habe ich irgendwie 6 Hits oder 7 Hits gebraucht, als ich diese ganzen Sachen gefarmt habe. Boah, die Rüstung geht auch gut ab. Gut, eigentlich brauchen wir hier gar nichts. Eigentlich, perfekt. Direkt zum Boss. Das einzige Problem, was ich vielleicht, wo ich sehe, dass wir es haben könnten, ist, dass dieses Ding hier am Ende übel schnell wird, übel abgeht und wir nicht hinterherkommen mit dem Schwert. Das ist halt schwierig. Aber ich denke, das kriegen wir auch hin. So, zack, zweite Etage. Ey, diesen Sack, seit Tag 1, dieser Slime ist seit Tag 1 mein absoluter Hassgegner. Boah. Okay. Komm. Jo, das sind richtig wichtige Heiltränke. Oh, das ist sehr nice. Nice. Einfach zwei Heiltränke oder drei Heiltränke noch dazu. Auf jeden Fall wichtig. So, weiter. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch diesen Dungeon vor uns, oder? Ich meine, nach dem Dungeon öffnet sich ja wahrscheinlich das Tor. Was danach abgeht, keine Ahnung.
So, zweiter Boss. Das können wir noch stacken. Mal schauen, wie wir jetzt gegen den antreten werden. Der ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen härter und stärker. Okay. Ja, der hat schon gut viel Leben. Oha, boah, was? Okay, ja. Der ist schon ziemlich schwer. Oh, muss mich heilen. Holy shit. Wie viel Schaden macht der denn? Wie viel Leben der auch hat. Alter, mit einem, also mit einem alten Schwert hätte ich safe nicht hinbekommen. Boah. Okay. Also das war jetzt schon ein guter Act, muss ich sagen. Ey, Junge. Vielleicht. Okay, okay, ich weiß, was wir machen. Wir machen Folgendes. Wir haben ja die Sachen gekauft, aber wir haben sie nicht verzaubert. Das haben wir. Das habe ich vergessen. Okay, wir gehen nach Hause. Ja. So. Gut. Das passt, das haben wir alles. Dann legen wir alles ab. Und hauen alles in eine Kiste rein. Genau. Und dann verzaubern wir einfach schnell die Sachen. Weil wir übel wenig Schaden gemacht haben anscheinend. Das war ja erst der zweite Boss, ne? Okay, wo packe ich die Sachen rein? Ja, einfach hier, oder? Ja. Ja, einfach alles rein. Ups. So. Zack, zack, genau. Okay. Das passt. Ich denke, wir haben genug Gold. Also, sollte jetzt nicht so teuer sein. Neue Tränke nicht. Zaubern. Genau. Erstmal das Schwert einmal. Obwohl. Okay, erstmal die Rüstung einmal durch. Zack. Und zack. Okay, gut. Und jetzt das Schwert einmal. Aber wir könnten noch ein zweites Mal machen. Ja, komm. Wir könnten es auch ein drittes Mal machen. Ja, nee, ich glaube, das reicht schon. Zweimal ist schon eigentlich auch zu heftig sogar. Ich glaube, jetzt kriegen wir es hin. Ja, doch, sollten wir locker schaffen. Ah, noch ein paar Heiltränke kaufen. Ja, doch, wäre doch nicht so dumm. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir dann irgendwie am Boss, am Wächter sterben. Da habe ich gar keine Lust drauf. Alles mal von vorne machen. Hier, genau. So. Und dann vielleicht noch ein paar. So. Genau. Alles klar. Dann weiter im Dungeon. Ah, okay, okay, okay. Jetzt war. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich nach oben und dann nach links. Und oben ist sowieso eine heftige Truhe. Das ist nice. Oh, das ist nicht gut. Warum ist alles so stumm und so leise? Ist das so, soll das so sein? Alter, die Kiste sieht ja so heftig aus. Oha. Ey, das ist das erste Mal, dass wir so eine Kiste finden, gell? Boah! Was ist das denn? Okay. Erstmal alles rüber. Und dann so platzieren, dass wir hier keine komischen Dinge machen. So, dann das hier hin. Okay. Okay, das passt. Phoenix-Ring, was macht der?
Der ist aus dem Händler. Okay, ein Ring, der seinen Träger einmal wiederbelebt und anschließend zerbricht. Was? Der, das ist ja übel OP. Hä, der wird. Den nehme ich direkt rein. Alter, ich wusste ja gar nicht, dass es so heftige Sachen gibt. Okay, das dürfen wir nicht verlieren. Das packen wir mal hier oben rein. Heiltränke. Okay. Alter, wie geil. Das heißt, wenn wir sterben, dann sterben wir nicht. Nice. Oh shit. Okay. No. So. So, schnell den holen. Okay, passt. So. Genau, jetzt ist hier noch so ein Vorraum. Okay. Was? Wo kommt... Oh, nee. Okay, ich muss diesen Kondensator oder was ist das zerstören. So, jetzt. Alter. Okay. Aber der Ring funktioniert nur einmal. Das ist so eine einmalige Sache. Okay, wir gehen mal nochmal schnell zurück. Uns heilen. Oh, okay. Heilung ist zu Ende. Okay, wie machen wir das jetzt? Genau. Tränke haben wir genug. Das haben wir auch genug. Alles klar. Okay. Dann wären wir eigentlich ready. Ready, um hier reinzugehen und den Wächter zu klatschen. Okay, ich schaue gerade wegen der Zeit. Okay, passt. Ich würde sagen, die Folge war ziemlich erfolgreich. Wir sind ziemlich weit gekommen. Equip, alles geholt. Hat alles gepasst. Und den Wächter klatschen wir dann einfach in der nächsten Folge. Also dann, wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge Moonlighter. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und damit, ciao, ciao.